Zigaretten gleich packen. Ja, sonst wissen die, dass der raucht. Ne, ernsthaft jetzt, Leute, die Zigaretten sind natürlich nicht von mir. Wir sind hier in einer Gruppe von 8 Leuten. Das ist das Commitment, das man sich geben muss, wenn man hier in der geilsten Crib von Cape Town chillen will. Und Cape Town ist ja gleichzeitig auch der geilste Place to be, würde ich sagen, im Februar. Gestern waren wir am Strand, so viele Models, so viele Naturschauplätze hier. Und jetzt zeigen wir euch auch noch das geilste Gym hier in Cape Town. Und da gebe ich mir jetzt wieder den richtig fetten Lean Bulk, Mann. Ich muss es wieder richtig massen, 107 Kilo auf die Waage bringen, damit Nils hier auch mal ein bisschen nach oben fahren will, auch mal seine Masse noch ein bisschen aufbauen will, hier mit seinem Open Medium morgen, oder? Ja. Ich habe gehört, heute ist noch ein spezielles Cardio-Programm für dich am Start. Nee, ich mache kein Cardio, Bro. Ich bin jetzt ein Balken-Dog. Also wir haben eine kleine Überraschung für ihn geplant und als Motivation haben wir gedacht, wir laden mal ein paar Models ein. Nicht nur bestimmte Models, sondern eben Monster-Models. Die sind nämlich dafür bekannt, dass sie so richtig Gas geben können. Ja. Und ich bin mir sicher, die werden dich heute dazu bewegen, auch mal deine Cardio-Ader neu zu entdecken. Also ich habe 10 Minuten für ein Warm-up maximal. Ja, 10 ist gut. 10 ist realistisch. 10 Minuten mache ich. Viel länger wird es nicht sein, aber es kann natürlich sein, dass du schnell Extend rufst, ja, weil du die Location so gut findest. Bro, ich habe schon das geilste Model in Cape Town, habe ich ja auch schon. Schau mal. So Leute, ein Tipp noch. Vor einem schweren Training würde ich immer, wenn ihr morgens trainiert, leichte Carbs zu euch nehmen, einfache Carbs, am besten eine Banane, Papaya, etwas, das den Magen nicht belastet, damit ihr auch wirklich fit seid, damit das Blut auch wirklich in die Muskeln geht und nicht in den Magen, weil dort könnt ihr es eher gebrauchen. Das heißt, schwarzer Kaffee, 2 Früchte, dann geht's los. So, wir sind jetzt hier in Sea Point und die Ubers sind hier auch richtig geil am Start. What's up, my man? Hier ist Michael Schumacher. He came really, really fast in. Und hier sind die geilsten Restaurants, hier ist das geilste Gym, hier hat es Einkaufsmalls, also Sea Point auf jeden Fall. Immer gucken, dass ihr in der Nähe von hier seid. Und jetzt checken wir mal ab, ob die Leute schon ready sind. Ob die Beine Cardio vertragen heute? Er mag ja Challenges, ne? Heute weiß er wieder nicht, dass eine Challenge stattfinden wird. Jetzt geht auch nur 10 Minuten die Karte. Ja, ja, genau. Nur 10 Minuten. Aber. 10 Minuten geht das. Wie beim kleinen Kind. In 10 Minuten sind wir da. Ne? In 10 Minuten sind wir da. So machen wir das heute auch. Nur wir haben noch einen zweiten Motivationsfaktor. Und zwar 4 richtig geile Models mit dabei. Und da kann er einfach nicht schlapp machen, weil er ist ja das absolute Alpha-Tier, wie ihr wisst. Und heute versuchen wir ihn in jeglicher Hinsicht zu triggern, wenn er wüsste, was auf ihn zukommt. Ich weiß, du bist spontan. Aber ich mache hier Sweat-Class, mach ich nicht. Nicht da rein heute. Ja, nachher. Nein, nein, nicht jetzt da rein. Wann dann? Wir gehen jetzt erstmal hier rein, darüber. Aber also, das ist eine Group-Class, also. Egal. Comfort-Zone. Du hast gesagt, wir machen. Aber sind die Models? Wer will ich die Models sehen? Sag mir dann die Models jetzt. Die warten schon, schau. Die weiß ich schon eigentlich. Die dickeren Bizeps als er. Du weißt schon, dass ich nicht mal die Hälfte der Exercises mache. Hey Micha, hast du deinen Pullau oder was? Meine Pullau? Ja, das Schrittezähler habe ich am Start. Brauche ich jetzt eigentlich einen Booster für Cardio? Ja klar, auf jeden Fall. Also, wobei für 10 Minuten. Marcel? Oh. Geht's los hier. Also, Micha. Yo. Ja, danke. 1 minute pushes. So, that's longer than your limit. You're diving there for 1 minute. Off you! Ins Gesicht! Der verdammte Schweiß!
Mann, ich hab doch gestern Brust trainiert. Brock, das hört einfach nicht auf. Yo, ich hab's geschafft, Mann, ich lebe noch. Und es war richtig, richtig hart. Nach 10 Minuten, Leute, hat so langsam das Endorphin reingekickt. Weißt du, was ich meine? Und nach jeder Runde kam dann nochmal das Dopamin dazu, weil man immer wieder eine Runde abgeschlossen hat, immer wieder eine Runde. Und dann haben die ganzen Models noch getanzt, Mann. Nash, Nox, Simone, wie die alle heißen, die Monster Girls, alle, die ganze Zeit am Tanzen, dann die Blonde, die so richtig so, let's go! Und wenn du eine Frau hast, Alter, die dich so richtig antreibt, dann hast du keine Chance, Mann. Du kannst nicht abfucken. Ich hab alles gegeben. Und deswegen, Leute, glaubt mir, ihr habt so viele Hormone in eurem Körper, die ihr aktivieren könnt. Ganz natürlich. Ihr braucht sie nicht irgendwie euch spritzen oder irgendwelche Pillen zu nehmen. Es geht auch ganz natürlich. Nach 10 Minuten spätestens kickt das Endorphin rein. Über das habe ich auch ein komplettes Kapitel im Janus Life Buch geschrieben, welches dann im April oder im Mai rauskommen wird. Also bleibt gespannt. Und ich glaube, ich muss meinen Plan jetzt ändern, Leute. Ich kann jetzt nicht direkt ins Training, Mann. Ich muss jetzt zuerst was essen. Also wir gehen jetzt kurz zu Toby ins Shakers, fressen was Geiles rein, Pre-Workout, und dann geht's wieder ins Back, weil ich muss jetzt noch den verdammten Rücken killen, Mann. Boah! Ja, weißt du eigentlich, wieso die Class Sweat 1000 heißt? Nee. Weil du 1000 Kalorien verbrennst, Bro. Und ich will balken. Das heißt, ich muss heute 6000 Kalorien fressen, um überhaupt irgendwas aufzubauen. Hey, Bro. Ja? Rocker? Ja. Rocker. Abmahnung ist raus. Abmahnung geht direkt nach Kapstadt, Bro. So Leute, es gibt hier Pre-Workout-Meal, ihr seht. Ich gänze mir richtig schön. Das sind gute 800 Kalorien. Oh, es gibt noch extra. Es gibt noch extra Sahne. Alles vegan, Leute, hier im Schecters. Und natürlich auch noch Play Hard, weil ich will ja auch einen Pump kriegen. Zieh's dir rein und let's go. Training. It's good. So, Leute, da sind wir im Body Under Construction Gym. Eins meiner Lieblingsgyms, weil es einfach easy, fresh ist. Es hat jetzt nicht das krasseste Equipment, aber ich fühle mich hier immer wohl. Ich trainiere hier auch gerne. Man hat einen Blick direkt auf den Lion's Head. Und wir haben jetzt natürlich auch mal wieder die Stunde der Wahrheit, weil... Marcel, was ist eigentlich mit dir passiert? Alter, ich war so hart krank. Du warst krank. Guck mal, gerade habe ich ja 2 Wochen nur grünen Schleim gehustet. Ja. Und jetzt war es mich noch mal erwischt in Deutschland. Ja. Das heißt, in der Kälte des Winters. Wie lange hast du jetzt wirklich nicht mehr richtig trainiert? Ja, einen Monat war ich nicht mehr im Gym. Einen Monat. Zeig mal die Gains. Was ist noch da? Ja, die Abs sind noch da. Aber das ist halt nur, weil ich weniger gegessen habe. Auch kommt ja, jetzt ja, ja, raus. Du bist ein bisschen flach. Aber die Zeig Beine, mal die Arme. Ja, die Arme müssen auch wieder kommen, Bro. Ja, vor allem der linke, das ist halt schon zu Ja, die geworden. Schulter müssen wieder kommen. Das heißt, du trainierst jetzt mit mir, oder? Genau. Ich spendiere dir jetzt ein Personal Training. Machen jetzt Pull Day. Ja! So, wir sind am Start hier, Leute. Jetzt geht's los mit einem kleinen Voice-Over, damit ihr mal wieder seht, was gerade bei uns im Training läuft. Wir haben uns ein richtig geiles Pull-Training reingezogen. Marcel hat sich die Light-Version gegeben, das heißt, ich habe ihn da nicht überall mitmachen lassen, einfach weil es keinen Sinn gemacht hätte. Angefangen haben wir hier mit Pullovers am Kabel, unilateral, als sogenannte Pre-Activation-Übung. Das heißt, wir haben den Latissimus voraktiviert, ein bisschen Blut reingepumpt, um ihm danach in der nächsten Übung auch richtig gut zu spüren. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, der Probleme hat, seinen Lat richtig zu treffen. Und mir hat das auf jeden Fall in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr gut geholfen. Vor allem auch, weil ich immer wieder ein bisschen abwechsle mit der Variation. Das heißt, ihr könnt auch mal versuchen, sogenannte Pull-Ins zu machen. Aber momentan sind diese Pullovers ganz geil, weil man sie auch überall wirklich ganz einfach ausführen kann. Und danach gab es richtig fette Klimmzüge. Ihr seht, Leute, die Masse kommt langsam zurück. Ich bin jetzt bei 102 bis maximal 103 Kilo, je nachdem, morgens. Und dafür, dass ich immer noch verletzt bin, wenn man so will, mit dem Nerv, kann ich wirklich nicht klagen. Also die Gains kommen rein. Ich trainiere auch wieder mit sehr viel mehr Spaß, das auch schon, dadurch, dass ich jetzt wieder ein Dreier-Split trainiere, hat sich auf jeden Fall schon jetzt gelohnt, diese Umstellung, und Marcel muss natürlich jetzt auch wieder reinhauen, also für ihn in seinem Trainingsstand war jetzt diese Pull-Einheit nicht optimal, aber ich denke, schon nur der Grund, dass ich daneben stand und mit ihm zusammen trainiert habe, gab ihm einfach auch nochmal einen Push. Er war jetzt heute nochmal im Training und er muss zu Fibo einfach dann auch nochmal richtig fett abliefern, Leute, also motiviert den Marcel mit ein paar Kommentaren, sagt ihm, wo er sich noch verbessern kann. Ich persönlich denke,
bei ihm geht auf jeden Fall noch einiges bei den Armen und den Schultern. Besonders der Diskomuskel, der muss einfach sitzen. Und dann Abs, Brust, das ist natürlich so eine Sache, wenn man dann mal im Strand ist, dann will das natürlich auch gut aussehen. Rücken ist bei Marcy schon ziemlich gut, obwohl jetzt die Übung nicht 100% korrekt ausführt, der zieht ein bisschen zu hoch. Die Übung habe ich auch ganz bewusst ein bisschen abgeändert. Das heißt, ich habe hier versucht, wirklich nicht ein normales Rudern mit der Langhantel zu erzeugen, sondern wirklich mehr so ein weites Rudern, was wirklich auch die Rückenmitte komplett fokussiert, weil wir hatten ja jetzt schon schwere Klimmzüge und da macht es dann auch wirklich Sinn, das Rudern dann wirklich so einzustellen, dass man dann auch wirklich die Mid-Traps und die Rhomboide trifft. Und weil wir in diesem Gym jetzt nicht wirklich eine richtig gute, gestützte Rudervariante hatten, in diesem Bereich habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal wieder vorgebeugtes Langhantelrudern zu machen. Das heißt, der Griff ein bisschen weiter als schulterbreit und dann auch wirklich die Ellenbogen zur Stange, also auf der gleichen Höhe wie die Stange. Und dann zieht ihr nicht zum Bauchnabel, sondern eher so unter die Brust, so zum Brustbein, und damit squeezed ihr dann auch wirklich schön den Rücken durch. Und ja, nach diesen zwei Übungen war für Marcel eigentlich schon fast Schluss, aber ich habe ihm dann gesagt, komm, wir ziehen noch durch und machen hier noch eine Supported Row Variante, auch wieder für den Latissimus. Also ihr seht hier, der Ellenbogen wieder sehr nah am Körper vorbei, unilateral vor allem auch, um nochmal wirklich sich auf beide Seiten einzeln zu konzentrieren. Ich mag die Übung extrem, weil man eben nicht nur abgestützt ist, sondern auch zusätzlich noch den Vorteil hat, sie unilateral auszuführen. Damit holt man auch nochmal so eine richtig schöne Kontraktion im Latissimus und damit haben wir dann auch das Pull-Training mehr oder weniger abgeschlossen. Wie gesagt, Marcel muss sich danach mal eine Pause gönnen, weil er ist sich so ein hohes Volumen rein jetzt für den Rücken noch gar nicht gewohnt. Bei mir ist es dann noch ein bisschen weitergegangen, also alles zusammen hatten wir, glaube ich, jetzt 11 Sätze, das heißt 4 Klimmzugsätze, 4 Rudersätze und jetzt nochmal 3 Sätze hier an dieser abgestützten Maschine. Die Pre-Activation-Übung am Anfang, die zähle ich jetzt nicht als Arbeitssätze dazu, weil ich die wirklich mit minimalem Gewicht gemacht habe. Dann vierte Übung in diesem Training, unilaterale Shrugs, habe ich neu im Plan drin und kann ich wirklich nur sagen, probiert es mal aus, ihr braucht um einiges weniger Gewicht und ihr habt auch wirklich eine richtig geile Range of Motion. Es zieht auch ein bisschen mehr in den Schulterblattheber, also nicht nur in die Traps, und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr versteht, dass ihr bei der Übung am Anfang mal mit wenig Gewicht euch ein bisschen herantasten müsst. Also es ist auch für mich nicht einfach, ich bin auch nicht 100% sicher gewesen, wie es jetzt aussieht. Jetzt, wenn ich mir das Ganze so anschaue, sah es eigentlich ganz okay aus. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr in die Traps ziehen können, weil eben, wie gesagt, umso höher man zieht, also umso gerader man steht, umso mehr zieht man eben auch in den Schulterblattheber, und der Schulterblattheber befindet sich unter dem Trapez und der ist eigentlich nicht wirklich sichtbar. Das heißt, der drückt höchstens das Trapez noch so ein bisschen nach oben. Und das ist bei vielen Menschen gar nicht wirklich gewollt. Also dadurch, dass man auch, wenn man jetzt nicht gerade breite Schultern hat, dann auch durch diesen Trapez dann auch zum Teil den Look verliert, den viele eigentlich anstreben, nämlich breite Schultern. Dann hier vorgebeugtes Seitheben mit dem Kabel, und zwar ohne Griff, Leute. Müsst ihr auch unbedingt mal ausprobieren. Volle Range of Motion, ganz bestimmt beachten. Also es ist wichtig, dass ihr wirklich ein bisschen wegsteht vom Kabel und auch wirklich ganz nach vorne geht. Also ihr seht, die Hand wandert wirklich bis zum Kabelansatz. Und damit holt ihr auch hier das Maximal aus der hinteren Schulter raus. Abgeschlossen haben wir das Ganze natürlich, wie kann es anders sein, mit einer richtig geilen Bizepsübung, um genau zu sein, 2. Momentan fokussiere ich ein bisschen mehr die Hammer Curls, weil ich einfach rausgefunden habe für mich, dass wenn ich zuerst Hammer Curls mache, schwer, also auch hier mit 25 Kilo, ohne Schwung, nicht so wie Paul Unterleitner mit seinen 45 Kilo. Und wenn ich diese Übung wirklich auch zuerst mache, dann habe ich einfach das Gefühl, dass mein Bizeps in der letzten Übung, die jetzt dann gleich folgt, einfach wirklich zu 100% ausgelastet wird und da auch wirklich gar nicht mehr der Brachialis mitarbeiten kann. Das kann natürlich jetzt auch sehr subjektiv sein. Ich habe jetzt da nicht irgendwelche Papers, um euch das zu zeigen, wie besser jetzt der Bizepsaufbau funktioniert. Aber dadurch, dass ich die letzten 9 Jahre eigentlich immer zuerst supiniert gecurlt habe und erst dann Hammer Curls gemacht habe und es jetzt nach 9 oder beziehungsweise 10 Jahren mal abändere, ich denke,
das kann nur Vorteile mit sich bringen. Wie gesagt, 25 Kilo ist der aktuelle Status. Ich denke, 30 werden auch bald mal gehen. Follower trifft man übrigens auch in Cape Town. Hab diese Woche mindestens 10 Leute aus Deutschland und der Schweiz wieder getroffen. Richtig, richtig geiler Support. Und hier zum Schluss noch, Leute, einer meiner Signature Exercises. Ich nenne sie Überkopf-Curls. Im Liegen ist auch im Science-Statics-Plan drin, den ihr euch übrigens unbedingt reinziehen sollt. Wenn ihr zu Fieber in Form kommen wollt, Leute, holt euch Science-Statics. Link in der Beschreibung, ihr werdet es nicht bereuen. Ich schwöre auf meine Mutter, Mann. Und ich bin jetzt raus, Leute. Viel Spaß. Hier seht ihr Marcel noch richtig schön durchpumpen. Hab ihn dann nochmal so richtig gequält, dass er einfach auch weiß, was abgeht. Auch er trainiert jetzt wieder nach Science-Statics, also diese Ausnahme hier, Pull-Training, das ist natürlich das einzige Mal gemessen. Jetzt bist du wieder schön im Busy-Body, oder? Zweimal pro Woche reinhassen, das Ding. So, gehen wir jetzt. Ja, Bro, wir gehen jetzt. Also noch 4 Stunden. Ja, wir sind jetzt 4 Stunden hier, Leute. Da seht ihr mal, wie es Dedication heißt. Aber ich wollte wirklich auch dem Nils beweisen, weil Nils sagt immer so, ja, wer Muskeln hat, der hat keine Ausdauer. Und ich habe es schon immer allen bewiesen. Tony Horton damals in L.A. hat auch gestaunt, als ich da Dritter wurde bei seinem Contest. Und was wir auf jeden Fall jetzt machen müssen, Bro, ist, wir müssen jetzt nochmal essen gehen. Weil wir haben heute schon viel zu viele Kalorien verbraucht. Du bist jetzt auch wieder am Start, komm. Zeig noch einmal kurz die Gains. Bro, bis zu Fibo. Gehen wir zu Fibo, Bro. Gehen wir zu Fibo. Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wollt ihr uns an der Fibo sehen? Ich bin immer noch nicht 100% safe, ob es klappen wird, weil The Game Changers auch im April launchen wird. Das heißt, wenn es unglücklich fällt, dann kann es sein, dass ich an der Weltpremiere sein muss. Aber falls das nicht der Fall sein sollte, dann habt ihr mein Versprechen, Leute, dann komme ich an die Fibo und zwar in der krassesten Form meines Lebens. Nicht in der besten Form, aber in der krassesten Form. Ich werde mit 108 Kilo kommen und dann wird Paul Unterleiden an mir aussehen wie ein kleines Kind. Und du, wie kommst du? Ich komme wie Sophia Thiel, komme ich. Wie Sophia Thiel? Ja, gleich einen Arme. Oh shit, Alter. Sophia Thiel ist da. Also in Leggings dann aber auch, ne? Genau. Gut, das passt. Never change your running system, Bro. Alter. Back at it again. Richtig, richtig geil. Jetzt ein bisschen clean aus vorher. Bisschen Reis, bisschen Tofu. Das Schöne ist ja auch, die Serenia ist jetzt wieder da. Das heißt, sie kocht auch am Abend immer richtig geil. Und like das Video, Leute. Marcel kommt sonst wieder in den Ofen. Letztes Mal hat es geklappt. 2000 Likes, Leute. Standard muss sein. Für den Support, für Marcel, für Cape Town. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin, haut rein. Peace out. Ey, das ist ja mein Food, Alter. Ah ja?